Wir haben natürlich im Filmpark jetzt in den zurückliegenden Monaten lange überlegt, wie können wir die Außenset-Tour ersetzen, die wir früher eben hatten, wo wir durch die Kulissen gelaufen sind von Monuments Man oder auch Sonnenallee und Jim Knopf. Und das Ergebnis ist die Reise der Traumfabrik. Eine geführte Indoor-Tour in unserer Caligari-Halle. Die Caligari-Halle, nur zum Verständnis, war ja lange Jahre mehr oder weniger eine Heimat für Eventveranstaltungen oder Ausstellungen wie zum Beispiel Herr der Ringe und auch Harry Potter. Jetzt ist sie komplett und integraler Bestandteil des Filmparks im Bereich der Tour Mythos Babelsberg. Und wir haben hier drinnen an sich die große Herausforderung gehabt, diesem legendären Standort mit über 110 Jahren Geschichte eine Tour von 25 Minuten zu widmen. Anspruchsvoll, aber unterm Strich haben hier unheimlich viele Leute kreative Ideen hineingebracht und wir sind sehr dankbar auch in Richtung Studio Babelsberg, die uns erlaubt haben, ihren neuen Trailer hier zu präsentieren. Es ist ja immer der Wunsch vieler Gäste, George Clooney, Keanu Reeves oder auch andere hier zu treffen. Das ist natürlich heutzutage leider nicht mehr möglich. Ich würde mich auch freuen, aber lassen Sie uns ehrlich bleiben, nein. Aber in diesem Trailer kommen sie natürlich alle zu Wort und singen ein Loblied auf diesen Standort. Und das ist die Einstimmung auf einer Tour, die dann knapp 25 Minuten geführt wird. Also unsere Guides nehmen immer 24 Leute mit auf die Runde und erzählen im Prinzip die Geschichte des Standorts Babelsberg von den ganzen Anfängen der Bioskopgesellschaft über die UFA zur DEFA, über diesen Zeitraum wie Vendée Générale des Eaux oder Compagnie Générale des Eaux hinein in die Neuzeit, Studio Babelsberg AG. Und mittendrin ist halt der Filmpark als, wir sagen immer liebevoll, Unterhaltungsplattform der Medienstadt. Und das ist das, was wir hier schaffen. Wir schaffen an sich eine filmische Unterhaltung, die viele, viele Einblicke gibt. Unsere Guides sind mitunter noch Leute, die auch in der DEFA tätig waren und entsprechend wirklich sehr, sehr individuelle und sehr, sehr tolle Geschichten erzählen können. Und es ging damals auch in der Entscheidung, wollen wir die Tour frei machen und die Leute rennen hier mit einer App durch oder machen wir sie geführt? Und wir haben uns ganz klar dafür entschieden, wir machen sie geführt, weil das ein ganz besonderes Momentum ist, was den Leuten auch eine ganz persönliche Note gibt. Und am Ende ist Film in seinen Anfängen ja immer eine Idee, eine Geschichte, die entsteht. Und diese Geschichtenerzähler haben wir jetzt hier praktisch im Park und es lohnt sich ungemein. Wir waren gestern mit unseren Mitarbeitern hier in der Tour drin und das war mir auch sehr wichtig, dass die das als allererste sehen können und die waren begeistert. Und diese Begeisterung ist das extreme und auch das wichtigste Element, denn sie wird von Ihnen dann an die Gäste übertragen. Und damit, ich sage, es ist vielleicht das falsche Wort in dieser Zeit, aber man kann Leute ja auch positiv infizieren mit schönen Geschichten. Ja, und das ist das, was uns hier gelungen ist. Und deswegen lohnt es sich ungemein, diese Reise der Traumfabrik hier im Filmpark Babelsberg zu begehen. Es ist eine Live-Tour durch die Guides. Ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, wir haben hier ungefähr 50 Exponate verbaut, von wirklich kleinteiligen Geschichten bis hin zu ganz großen Teilen. Ja, der Film lebt ja von einer Liebe zum Detail gleichermaßen, aber auch von großen Dingen, die Wow-Effekte erzeugen. Und die Tour ist an sich so aufgebaut, dass sie sanft beginnt, sich langsam steigert, mit einem Wow nicht endet, sondern so Wow im Mittelblock hat, danach wieder etwas plätschert und hinten raus wieder sagt Wow. Und das ist eigentlich das Ziel gewesen, so eine Tour genau so zu machen, dass Leute hier drin inspiriert werden und eben so ein Stück weit eintauchen. Es war immer wichtig, Film ist magisch und Film ist auch was ganz Besonderes. Und es ist eine große Kunst, diese Gedanken, die im Kopf sind, auf ein Blatt Papier zu bringen und dann in den Film zu bringen. Und wir wollen ja sowas, um Gottes Willen, nicht entzaubern. Es gibt hier heute auch tonnenweise Making-of-Material, das man sich angucken kann. Und deswegen haben wir ja gesagt, okay, wir präsentieren hier in bestimmter Form auch Fiction, also dass wir sagen, wir denken uns Dinge aus und erklären an bestimmten Elementen, wie wird Film gemacht. Das ist was, immer was Besonderes und immer was Schönes und das wird hier richtig schön präsentiert. Schwerpunkt dieses Jahr ist eindeutig Film. Das Ergebnis ist die Tour hier.
Aber wir haben natürlich auch kulinarisch ein bisschen rumgebastelt und gesagt, okay, auch da gibt es immer Luft nach oben und es gibt so viele Trends, gerade in dem Bereich kann ich an allen Trends teilnehmen und auch nicht an allen Sachen ein Trendsetter sein. Flimmys Goldrausch, also eine richtig schöne Kinderspieloase, wobei Kinder nehme ich gerne mit dem Ravensburger Puzzle, also von 4 bis 99. Da kann jeder Spaß haben. Also an sich ist es eine Goldwaschanlage, die eingebettet ist in eine wunderschöne Kulisse. Man hat ein schönes altes Café, alt, ja, also ganz neu, aber auf alt gemacht, Film eben, wo man dann auch sich hinsetzen kann, wo man ein Stück Kuchen essen kann, Kaffee trinken kann, leckeres Eis essen kann. Also einfach mal so eine Art, man hat ja im Filmpark, es ist ja eine Reise durch verschiedene Themenwelten, also von enormer Action im Vulkan, über Unterhaltung im Bereich der Westernstraße mit Tiershow und Westernshow und Kinderstunt-Workshops und Fernsehshow, hat man dann natürlich den ganzen Bereich, wenn man heute sage, Edutainment nennen, also hier drin Filmgeschichte erklären und laufen. Und dann braucht man auch mal ein paar Ruhebereiche. Ja, mit unserem wunderschönen Spielplatz, den wir gemacht haben, im Jim Knopf als Thema, in Panama einfach ein bisschen Boot fahren, ein bisschen runterkommen. Und jetzt eben die neue Oase ist halt Flimmys Goldrausch, denn unser Maskottchen ist wieder allgegenwärtig, denn auch den haben wir, ja, ich sage mal liebevoll, ins 21. Jahrhundert befördert. Und wir starten richtig schön im Mai mit dem Märchenmonat Mai. Also jeden Sonntag und dann nochmal über Himmelfahrt. Das ist, glaube ich, vom 26. bis zum 29. Mai. Richtig schönes Märchenfest. Viele bunte Darsteller, schöne Geschichten. Und jeder Sonntag wird einem anderen Märchenthema gewidmet. Und ich will gar nicht zu viel verraten. Das ist Märchen, ist ja fantasievoll und es ist auch spannend. Das kann auch ein bisschen gruselig sein. Also es ist ein schönes, buntes Thema. Es ist filmisch hier natürlich zu Hause, weil im Rahmen der Tour wird das auch schön erklärt. Natürlich die DEFA-Märchen zeitlos sind und immer noch auch im deutschen Fernsehen laufen. Zu Recht, weil sie wirklich schön sind. Sie sind liebevoll gemacht. Und das tragen wir mit. Natürlich, also alles, was wir tun, auch im Rahmen von Events, hat auch immer so einen filmischen Anstrich mit. Deswegen Märchen. Und es kommen auch die ein oder anderen kleineren Geschichten. Und dann natürlich lang ersehnt die Rückkehr unserer Horrornächte. Ja, da haben wir auch lange zu knapsen gehabt, dass wir die 20 und 21 nicht machen konnten, zu hohe Auflagen und dann am Ende auch nicht gruselig genug, weil man braucht eine gewisse Nähe, um sich zu erschrecken. Ja, und dann auch das ein oder andere Monster. Und wir haben jetzt die Hoffnung und den Mut geschöpft, dass es in diesem Jahr was wird und sind eifrig schon dabei, das zu planen und werden eine neue Maze einweihen zu den Horrornächten aus Dark Forest Inn, auch wieder in der Mittelalterstadt. Diese Mittelalterstadt ist das ist so sinnbildlich auch für den Filmpark. Man kann eben innerhalb kürzester Zeit in verschiedenen Themenbereichen sich tummeln. Ob das jetzt eben Mittelalter dunkel, böse heißt, ob das Mittelalter bunt ist. Man kommt vom Mittelalter ganz schnell in den Westen, also in den wilden Westen hinein, dann wiederum zum Muck, dann auf die Plaza zu den Filmschaffenden so ungefähr, dann in den Bereich Mythos Babelsberg und natürlich führt irgendwie, man sagt sonst immer, alle Wege führen nach Rom und im Filmbach müsste man sagen, alle Wege führen in den Vulkan, dann natürlich zu unserer super genialen Show. Und das ist einfach das Besondere am Filmpark, dass er eben diese vielen Themenbereiche auf so einem kompakten Gelände hervorragend darstellt und es macht unheimlich viel Spaß zu sehen, wie Leute hier durchwandern und das Ganze auch erleben. Und darum geht es ja, Erlebnisse.